Am vergangenen Wochenende veranstaltete der BTTC Berlin über 2 Tage sein zweites LK-Turnier. Den Tennisspielern geht es hierbei darum, die eigene Leistungsklasse zu halten und nötige Punkte zu sammeln, um in der LK aufzusteigen. Das LK-Turnier oder das mittlerweile zweite LK-Turnier hier bei uns im BTTC ist ein Angebot einmal für unsere Mitglieder, aber vor allen Dingen auch für externe Spieler, um die Leistungsklasse zu verbessern und wollen zeigen, dass wir eine der schönsten Anlagen in ganz Berlin haben. Und dazu dient auch dieses LK-Turnier. Bei dieser Veranstaltung lässt es sich natürlich auch der Sponsor nicht nehmen, persönlich vor Ort zu sein und sich dem Verein zu präsentieren. Die Kooperation ist begründet durch ein Mitglied des Vereins, der ist Innendienstleiter und sagte, ja Mensch, wir wollen jetzt hier aktiv werden mit Sponsoring in Berlin, mit Tennisvereinen, und dann hat er eben als aktives Mitglied den BTTC vorgeschlagen. Während das Turnier am ersten Tag bei guter Laune, schönen Ballwechseln und harten Schlägen beginnt, entwickelt sich das Wetter immer mehr zum Spielverderber. So sieht sich die Turnierleitung schon bald gezwungen, einige Spiele in die Halle zu verlegen. Ja, aber es ist natürlich viel schöner draußen in der Sonne. Ich hätte mich gefreut, jetzt 2 Stunden in der Sonne zu spielen. Aber Halle ist okay. Es ist schön, dass wir spielen können hier in der Halle. Auch am zweiten Tag löste sich die Hoffnung auf Wetterbesserung schnell in Regen auf. So musste man die Spiele wieder in die Halle verlegen, was für viele Spieler zwar schade, aber kein Grund zur Trauer war. Auch der Wechsel von Sand auf Hartplatz bedeutete für die Spieler keine große Umstellung. Ich denke für uns weniger, weil wir den Hartplatz aus dem Verein kennen und auch im Winter ja nur auf Hartplatz spielen. Spannend ging es in der Halle aber allemal zu, denn die Spieler standen sich oft auf Augenhöhe gegenüber. Interessant geht es beim BTTC auch weiter, denn die nächsten herausfordernden Highlights stehen schon in Planung. Jetzt in dieser Saison werden wir für die Mitglieder noch am kommenden Pfingstmontag ein Schleifchenturnier veranstalten, auch mit Live-Musik. Wir werden dann noch die klassischen Clubturniere veranstalten. Und im nächsten Jahr gibt es dann wieder das dritte LK-Turnier hier bei uns im BTTC. Auch wenn das Wetter dieses Mal nicht so mitgespielt hat wie gewünscht, kann der BTTC mit dem Ablauf des Turniers sehr zufrieden sein und positiv in die Zukunft blicken.